So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Eigentlich haben wir gerade eine Mega Gyarados Raid gemacht am Donnerstag. Aber ich muss ja noch einen Regirock Raid machen zur Begrüßung und habe mir gedacht, ganz besonders ich jetzt erstmal Geld abheben in der Sparkasse, also in dem Ding. Und da vorne ist so ein Imbisswagen und da kann man immer essen gehen und da gibt es jetzt Chili und Fries, was wahrscheinlich Pommes mit Chili con Carne sind oder so. Das werde ich mir jetzt mal holen, mal reinziehen, mal testen, mal gucken, wie das ist. Pupsi holt sich da immer gern auch Wedges mit Schuhcreme, also Sourcream. Und dann suchen wir einen Regirock Raid. Das ist der Plan für heute, für Freitag, also am Donnerstag. Raid am Freitag, am Donnerstag, also zurück in die Zukunft. So, Essen ist da, wieder mal sehr freundlich, richtig cool. Was gibt es eigentlich für Dips da, wenn man Pommes nimmt? Na, wir haben Ketchup, wir haben Mayo, wir haben Sourcream. Da nehme ich alle drei, wenn das möglich ist, ja klar. 9 Euro bezahlt. Also 9 Euro hat es gekostet, 10 habe ich hin, stimmt so, fertig, wieder richtig freundlich heute unterwegs. Habe ja gerade Geld abgehoben, da kann man ja 1 Euro mitgeben. Das sind jetzt die Süßkartoffelpommes mit Mayo, Ketchup und Sourcream. Die haben sogar ein orientalisches Gewürz, weil er extra gefragt hat, willst du die ganz normal oder mit orientalischem Gewürz? Da hat er eine Gewürzmischung draufgepackt, die so ein bisschen Kurkuma, Curry, Geruch, Feeling hat. Geht auch in die Richtung, hat er gemeint, gut erkannt. Und hier habt ihr jetzt also die Chili and Fries, weil es ja immer Chili con Carne gibt im Angebot. Ist hier jetzt einfach Chili con Carne drauf, hier matsch. Dachte ich mir schon, dass das ein bisschen matschig wahrscheinlich wird. Deswegen habe ich das eben auch noch dazu genommen. Und das sieht richtig brutal aus, oder? Was gefällt euch besser? Rechts die süßen oder links die Chili-matschigen mit Maisbohnen und allem drum und dran. Pupsi probiert schon. Ich werde jetzt in Ruhe kurz erstmal essen. Ich werde dann sagen, wie es geschmeckt hat, denn wir müssen jetzt auch zum Raid. Der ist auch schon gepostet und ist irgendwo da hinten an der Litfaßsäule. So, wir sind jetzt auf der Bank angekommen, hier beim Raid, bei der Litfaßsäule. Die ist eigentlich ein Stück da unten, aber wir sitzen jetzt hier. Ich schreibe hier mal Go in die Gruppe. Also es sind noch 15 Sekunden, ja. Da kann ich noch mal kurz überprüfen. Ich müsste eigentlich eine Freundschaftsanfrage von Exini bekommen, der ja eigentlich mal in der Liste war. Ich immer wieder mal aufräumen muss, gerade vor irgendeiner fetten großen Raid-Tour, weil da im Stream immer so viele Leute anfragen oder mitmachen wollen. Und da brauche muss ich inaktive Freunde ausmisten. Jetzt habe ich den nicht in der Liste. Er weiß wahrscheinlich nicht, dass er nicht mehr in der Liste ist. Jetzt hat er sich eingetragen, aber ich kann ihn nicht einladen, weil ich ihn nicht in der Liste habe, weil ich ihn ja gelöscht habe, weil ich immer Energie rauslösche und so weiter. Jetzt habe ich aber, wen habe ich denn? Du kannst auch wieder 5 einladen, wenn du möchtest. Pupsi. Ich habe Ab ins Tierheim, Creeper, Henry, Genaya, Ned, Ghost. Diesmal mache ich es andersrum und zwar zeige ich euch einfach mal kurz. Warte mal, hier, da mache ich noch das, das, das. Das, 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 zack. Ich zeige euch mal ganz kurz diesmal die Raid-Gruppe. Hier, Telegram, Raid-Gruppe. Ich habe den Raid wieder gepostet, die Arena, den Standort dazu. Und dann haben sich die Leute eingetragen. Netghost, Ab ins Tierheim, Exini, habe ich aber nicht. Creeper, Genaya, Henry, Niki, den kann ich mir aber mal unter seinem Exini-Namen jetzt einspeichern. In Telegram, dass ich weiß, wer der ist, der da steht, weil ich das sonst nicht weiß. Und wir gucken uns natürlich wieder die Konterliste an bei Regirock. Das ist ja Gestein, ich sage also Pflanze, Wasser, Kampf. Gucken wir mal rein, ob ich recht habe. Nein, das habe ich mir nicht vorher angeguckt. Ich gucke jetzt erst drauf, habe Regirock. Typ Gestein. Ihr braucht Kampf, Pflanze, Boden, Stahl und Wasser. Also, wie immer, nehmt die Machomai-Armee, 6er Machomai-Armee, die ihr euch ja immer basteln sollt. Jetzt habe ich das Ding schon weggemacht. Jetzt muss ich nochmal da drauf. Da steht gerade, ich bin zu weit weg von der Arena. Das GPS, jetzt rennt er wieder hier hin und her, weil ich die ganze Zeit woanders rumwühle. Das ist nicht gut, aber ich wollte noch kurz den 100er Wert und zwar 17,84 und 22,30. Ich stehe mal kurz auf und hüpfe hier rum, dass der wieder den Weg zur Arena findet. So, bin wieder da, hab das gesehen, bin weg und schon war ich da. Weil ich da war, war ich nicht da und wenn ich weg bin, bin ich da. Während wir kämpfen, kann ich euch gleich kurz das Feedback geben, auch zu den Pommes. Erstmal die App geschlossen, genial. Spring nicht weg, bleib da, ich brauche das. Ich brauche doch noch mega Energie, aber nicht von Regirock. Also, ich bin nicht der größte Chili con Carne Fan.
Und ich habe mich auf knusprige Pommes gefreut, habe da Chili and Fries gelesen, dachte, oh, cool, vielleicht sind da so ein paar Jalapenos oben auf den Pommes drauf, ein bisschen Käsesoße, wie wenn die mal Chili Cheese Pommes machen, aber dann hätte ja wahrscheinlich Chili Cheese Pommes da gestanden, das war Chili and Fries. Dachte man sich schon, dass da jetzt einfach dieses Chili con Carne mit dem Hütscher draufgekippt ist, fertig. Dadurch waren die Pommes halt jetzt dann nicht so knusprig, weil die aufgeweicht sind. Das Chili con Carne an sich, das war gut, ja. War mir aber jetzt nicht würzig genug und hat für mich jetzt nicht zusammengepasst. Ich würde lieber Pommes so essen und Chili con Carne auch so essen, als das jetzt zusammengewürfelt. Die Süßkartoffelpommes, die waren richtig brutal. Süßkartoffelpommes ist halt was, manche mögen es nicht. Pupsi mag es gar nicht zum Beispiel. Ich habe es immer probiert damals, dachte, boah, was ist das, weg? Und irgendwann habe ich gedacht, boah, jetzt hätte ich Bock da drauf. Weil irgendwann hast du Bock auf diesen komischen Geschmack. Und dann willst du das wieder haben. Und dann gibt es das einfach nirgendwo. Und jetzt habe ich die gehabt, auch mit diesem orientalischen Gewürz, was auch richtig gut dazu gepasst hat. Und den drei Dips. Von den Dips war die Sour Cream, hat gar nicht gepasst. Das Ketchup, das war okay, aber mir zu süßlich irgendwie, weil die Pommes waren ja schon süß. Aber die Mayonnaise mit ihrem Fett, ranzigen Fettgeschmack, hat so gut zu diesen orientalischen Süßkartoffelpommes geschmeckt, dass ich sage, so würde ich das immer nehmen. Oder obwohl, ich konnte ja drei Dips nehmen und habe trotzdem nicht mehr bezahlt, würde ich es wahrscheinlich immer so nehmen, dass ich Abwechslung habe und damit man richtig schön Bauchramses bekommt, weil dann alles durcheinander ist. 17,16 habe ich hier auf dem Großen, 17,74 habe ich auf dem Kleinen, das heißt, der ist hier eh wieder schlecht. Pupsi hat 17,44. Regirock müsste ich ja eh eigentlich schon haben und das war auch einer, den wollte ich damals unbedingt als 100%igen haben, weil von den Regis finde ich den am coolsten. Regi-Stil finde ich richtig schlimm, weil der auch so rund ist, so futuristisch aussieht. Regi-Eis fand ich cool. Cool wie Eis, aber Regirock war für mich immer der coolste von den Regis, wo auch die Memes rumgegangen sind. The Rock, Regirock, Regirock, Dings mit verschiedenen Typen und allem drum und dran. Und für mich hat er was gehabt vom Design her. Ich habe den gemocht. Ich wollte den auch immer als 100er haben. Und ja, jetzt ist er hier. Jetzt weiß ich nicht, ob ich halt einen täglichen Pass machen soll für Regirock wegen Shiny. Aber ob ich täglich einen Pass machen soll für Garados. Ich suche nach einem 100er. Aber eigentlich muss ich ja mal ein Krypto-Carbador zu einem 100er erlösen, um mein Ziel zu erreichen, dann Megas in erlösten 100ern zu haben. Also eigentlich könnte ich jeden Tag. Das ist einfach ein neuer Pokédex-Eintrag. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich dachte, es gab mal eine Aufgabe, wo die drei Regis drin waren und man die einfach alle drei mitgenommen hat. Na egal, neuer Pokédex-Eintrag. Macht keinen Sinn, aber ist jetzt da. Neuer Pokédex-Eintrag, fertig. Mal gucken. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, die gerade in der Raid-Gruppe auch immer mitmachen. Wollen wir jetzt jeden Tag zwei Mega-Garados machen oder wollen wir jeden Tag ein Regirock und ein Mega-Garados machen? Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön, Pupsi, fürs Dabeisein und die Unterstützung, weil alleine traue ich mich ja nicht mehr raus. Und guckt doch mal, wie schön das hier ist, wenn man hier sitzt. Da ist hier der Block, hier ist eine Straße, geht hier lang, geht bis darüber. Von da unten sind wir gekommen. Da ist eigentlich die Arena-Litfaßsäule. Hinter uns hier in dem Block ist Teegut. Jetzt noch schnell was zu trinken holen, dann wieder langsam heim, weil Baby macht Mittagsschlaf. Dann nutzt du das für einen Spaziergang. Perfekt, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und ciao.